So, zusammen und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tom und wir sind hier wieder bei unserer großen Farm. Die Anhänger sind wieder zurück. Und wir gucken mal, denn ich habe gerade gesehen, als ich den Anhänger verstaut habe, dass wir hier so ein bisschen Stau haben. Hä? Weil wir haben ja hier keinen Salat mehr, denn wir haben ja noch zum Schluss Tomaten. Das muss ich jetzt hier mal noch ganz fix einmal umstellen. Tomaten. Wo sind denn die Tomaten? So. Tomaten werden gefüllt. Und der Kollege hier hinten, der möchte natürlich auch noch was einladen. Und ebenfalls unser Wasserfahrer. Der ist ebenfalls noch am Start. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen ein wenig Kolonne gebildet. In der Zwischenzeit, wo ich das Ding hier hinten eingeparkt habe. Naja, manchmal setzt man Prioritäten falsch. So, der Kollege kommt auch. Der lädt jetzt hier Erdbeeren. Und unser Wasserfahrer kann jetzt auch wieder durchfahren. So, ich würde aber sagen, Shift P. Das Problem ist, ich bin jetzt natürlich sonst wo. Denn wir haben ja das letzte Mal noch so ein bisschen Wege angepasst. Das würde ich diesmal aber auch noch ganz kurz machen, weil eine Seite sieht ein bisschen doof aus. Ich bleibe gleich direkt im LK drin, dass ich dann später dann auch gleich sehe, was läuft. Das müsste ja irgendwo... Das ist halt die Frage, wo das wirklich ist, hä? Irgendwo hier müsste das eigentlich sein. Das müsste da sein. Genau. So, das heißt, da ich ja in der gleichen Aufnahme bin, weiß ich nicht, was ihr davon halten, wenn ich das Ganze hier im Let's Play mache. Darum mache ich es jetzt einfach mal noch einmal. Ich glaube aber... dass das aber auch noch die letzte Strecke ist, die ich wirklich noch machen muss. Gehört ja eigentlich nicht zu, so, zu einem regulären Let's Play. So. Natürlich muss ich das Ganze dann auch wieder auf die andere Seite noch erledigen. Aber dann hätten wir, ja, den kriege ich wieder nicht weg. Aber die meisten kriegen wir durch. Ah, die meisten kriegen wir hier weg, so. Natürlich, wenn es irgendwie geht, dass wir die Felder so lassen können, wie sie angedacht sind. Da noch. Ich weiß gar nicht, spritzt man eigentlich normalerweise auch im Januar? Aber wir haben hier noch ein Feld, das da ja nicht ganz so... da haben wir auch noch was vergessen hier, ha? Nee, 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 nee. Kleines Ding. So, wieder größer. Und hier vorne die Ecke, die habe ich ja schon angepasst vorher, unschönerweise. Ich würde aber sagen, wenn ich jetzt sowieso schon hier bin, male ich jetzt einfach mal bis zu dem Punkt, wo ich alles gelöscht habe, alles wieder hin. So.
hier korrigiere ich jetzt einfach nur mit den Pfeiltasten und respektive mit der Maus, dass hier einigermaßen eine saubere Kante hinbekomme. Aber ich. Ah, guck, das kostet tatsächlich auch, ja? Löschen kostet nichts, aber malen kostet was. Das habe ich jetzt gesehen. Naja. Unendlich viel kostet es ja nicht. Trotzdem schade. So. Aber dann habe ich mal die Ecke, die ich eigentlich schon lange mal machen wollte, jetzt nun halt hier im Let's Play gemacht. Aber dann ist das hier wenigstens mal sauber. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es irgendwo noch mehr Korrekturen benötigt. So. Könnte halt wirklich so schön direkt nach oben fahren, wenn der Pinsel halt gleich groß wäre, aber ist es leider nicht. Denn wir müssen ja aus der Straße was raus operieren und somit geht der Radius ein bisschen weiter rein ins Feld und das war jetzt doof von mir. Aber dass ich den hier nicht kriege. Okay, jetzt habe ich ihn bekommen. Vorher nicht, die ganze Zeit nicht. So, und dann... In die Richtung, da habe ich auch noch ein bisschen zu viel weggenommen, ha? Ups, falsche Taste. Ich glaube, jetzt sind wir aber gleich an dem Punkt, wo ich schon gestartet habe. So, ich glaube, wir sind jetzt genau davon. Da habe ich gestartet mit der ganzen Geschichte. So, das heißt, hier ist wieder Löschen angesagt. Dann noch kurz einen Weg nach oben. Und dann... Ja, da haben wir auch eine Kurve drin. So, weg damit. Und hier vermute ich ebenfalls dasselbe Spielchen, genau. Noch ein bisschen größer. Ja, da müssen wir halt danach ja wirklich... nein. Tun Sie das bitte mal weg hier. So. Aber schön, immerhin schön, dass das Löschen wenigstens nichts kostet. Immerhin das. Wenigstens etwas, ja?
Okay, da kommen wir relativ nah ans Feld ran. Aber wie es aussieht, ist das Feld hier auch nicht ganz bis nach außen gezogen worden. Boah, ist richtig knapp. Richtig knapp. Okay. Okay, spannend, dass da nichts ist. So. Und da sehen wir durch. Einmal klein. Jetzt machen wir die Geschichte wieder neu, wenn es geht, schön und richtig und nicht in die Straße. Wir müssen hier auch ein bisschen aufpassen. Wir sind da relativ nah am Feld dran. Wie gesagt, ich möchte, wenn es geht, das Feld weitestgehend so lassen, wie es angedacht ist. So. Ich glaube, jetzt habe ich vorher ein bisschen viel gemalt, aber nichtsdestotrotz. Wir haben ja Zeit, unsere Verkäuferabfahrer, die sind unterwegs, die bringen uns die Kohle rein, die wir da übers Jahr erwirtschaftet haben. In anderen Monaten haben wir für sowas eigentlich gar keine Zeit. Theoretisch könnte ich auch noch in den Wald. Ich bin immer noch nicht sicher, ob das mit diesen komischen Kokofischen funktioniert. Ich glaube, wir sind nämlich da noch immer gleich weit. Ups, das war zu viel. So, dann ist hier die erste Kreuzung. Ich glaube, wir hatten, über Kreuzung hatten wir denn hier einige. So. Jetzt haben wir hier so ein bisschen Bäume im Weg, die uns den Arbeitsbereich ein bisschen erschweren. So. So. Und hier drüben auch noch kurz. So. Hier noch ein bisschen und jetzt noch da. Dann sollten wir danach dann durch sein hier. Blümchen kommen normalerweise auch nur im Frühling, respektive Sommer. Das wird jetzt einfach dargestellt, weil ich es reingemalt habe. Die werden im nächsten Sommer dann wieder nicht, oder Winter dann wieder weg sein. Und gleich wieder das andere Gras, das man hier rechts von unserem aktuellen neu gemalten Gras sieht. So. Jetzt noch das hier und dann müsste es passen eigentlich, ja? So. Gut. Ach guck, die Erdbeeren sind auch schon erledigt, oder wie? Und dann schon der nächste Stau. Ja. Dann tun sie noch einmal fahren. Wow. Und der Kollege, der ist ja im Tomaten unterwegs. Das war jetzt etwa 4000, die ich da. Mindestens 4000, die ich da jetzt ausgegeben haben für das Malen. Vermutlich mehr. So, aber ich möchte jetzt mal ganz kurz was gucken. Ich möchte jetzt mal ganz kurz das gucken in der Folge noch.
düse ich jetzt mal ganz schnell in unseren Wald. Wir sind schneller als er. Dass er da durch ist. Da uns das ja ein recht gutes, schnelles Gefährt gebastelt hat. Ha, kennt ihr ja. Der hält sich ja sehr gut in der Kurve. Also kein Glitschen, kein Rutschen, nix. So, also. Wir haben ja hier... Hier ist ja unser Wald. Und wenn ich das jetzt so angucke... Es kommt halt einfach nix. Es kommt halt einfach nix raus. Bin mir nicht sicher, ob diese Bäume hier, die ich jetzt hier drin habe, einfach kaputt sind. Das einfach nicht funktioniert auf der Karte. Nee. Dann möchte ich jetzt mal ganz fix was testen. Halt. Kriege ich die gar nicht mehr ausgeladen? Da. Unsere Kokofichte. Ich würde dann halt sagen, worst case. Wir machen es anders. Oh. Oft hat nichts gesehen. Gut, grundsätzlich, wenn da die Bäume sowieso nicht kommen, dann ist es auch eher Latte Macchiato. Da kommt kein Verkehr, darum wüsste ich einfach mal haarscharf raus. Wir machen jetzt einfach einen kleinen Test. Weil ich finde das ganz schön komisch, weil jetzt sind wir sicher schon mindestens ein Jahr hier unterwegs. Die Bäume sehen immer noch gleich aus wie damals, wo wir sie gesetzt haben. Wow. Ja, dieses Ding. Ich weiß, könnte man sagen, unrealistisch. Würde ich vielleicht sogar fast tun. Aber das Ding hat Grip. So, also. Wir mieten uns mal fix für diesen Test. Na, wo ist es denn? Forstgeräte. Wir mieten das Ding einfach mal. Und dann möchte ich mal Paletten. Unsere guten alten Setzlinge, die wir von Fichten. Kiefern? Nein, ich glaube, es sind Fichten. Ne? 20 Stück. Ist zwar einfach unschön. Also sprich, man hat dann halt wirklich extrem viel Transport. Aber wenn die anderen hier nicht funktionieren, ist der Aufwand für den Rest hier auch sinnfrei. Na? So, So, 20 Stück oben drauf. Dann würde ich sagen, machen wir da mal einen kleinen Test. Ob denn die wachsen oder nicht. Oder ob es einfach ein Problem generell mit den Bäumen ist, hier auf der Karte. Ich weiß es nämlich nicht. Schreibt doch mal in die Kommentare, habt ihr schon Bäume angesetzt auf eurer Karte hier, Mountain Hill? Und die wachsen? Oder kämpft ihr mit gleichen Problemen wie ich eben?
Weil ich möchte ja den Wald dort wieder aufforsten, sonst ist bald der Wald weg. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz habe ich denn auch schon in dem Sägewerk noch drin. Müsste eigentlich noch genug sein, aber man weiß es nicht, da. So. Also, jetzt mal gucken. Sehen wir gleich irgendwo welche. Okay, da ist eine. Da ist eine. Da ist auch eine. Könnte das die Spur sein? Nö, dann wäre hier auch irgendwo eine. Wo war die jetzt? Hier, ha? Ich würde sagen, das ist die Lane, ja. Diese Linie. Also, etwa... Da ist eine. Na, wo ist die andere jetzt wieder? So, okay, das Licht ist nicht hilfreich. Ich sehe nämlich noch gar nichts. Ein bisschen zu blau, das Licht. Ein bisschen zu blau. Also hier... Da ist einer. Da ist auch einer. Ich glaube, die wurden so gesetzt. Würde ich jetzt mal behaupten. Also hier. Na? Vielleicht ein bisschen übertrieben mit diesem Gefährt, aber... Ach komm, wir machen jetzt einfach hier 3,30. Wenn es überlappt, dann überlappt es halt. Egal. So, B. Von die sieht man wenigstens. Na, ich glaube, hier kommt nichts mehr ran, oder? So. Wow. Gleich neben dem anderen, toll. Ist irgendwie gefühlt genau nicht das, was ich möchte. So, eins, zwei. Ja, setzt sie halt immer gleich auf der gleichen Flucht. Toll. Nichts mit Versatz und so, hä? Okay, hier drüben kam gar nichts. Kann man das irgendwie auch anders steuern, vielleicht? Wo was gesetzt wird, respektive wo angefangen wird mit Sätzen?
Ersetzt alle gleich. Ersetzt sie alle gleich. Dann ist so, aber die sieht man wenigstens von weitem. Immerhin das. Flup. Nee. Okay, flup. Ja. Keine Ahnung, an welchem Raster der die Bäume hier aufgehängt sind, respektive gesetzt werden. Ah, nee, nee, nee. Auf. So, ich glaube, das war hier. Ich denke mal, er wird uns auch hier entweder gar keinen setzen. Jawohl. Und hier gleich den nächsten. Zack. Ja. Sehr schön. Alle schön auf Meter nebeneinander. Wird bestimmt gar kein Problem werden. So, gesetzt. Gut. So, also ich würde sagen, upsi. Das wird jetzt unser neuer Test. Ob das jetzt hier funktioniert oder nicht. Ich weiß es nicht. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ob ihr, wie gesagt, auch Probleme habt mit den Bäumen. Dass das gesetzt wird. Oder ob das nur ich bin. Okay, das wird ein Traktor. Ich dachte schon, ich kann die einen Baum wieder rausnehmen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob die Bäume kommen. So. Weil ich weiß gar nicht, soll ich jetzt noch mehr setzen von denen und hoffen, die kommen? Oder kommen die vielleicht dann schlussendlich auch nicht? Oder weiß der Geier was? Wie gesagt, ich weiß es nicht. Dann würde ich sagen, ich belasse es mit diesen 20 Bäumchen. Wie gesagt, es ist schade, wenn das nicht gehen würde. Ob man da vielleicht sogar einen neuen Safe Game braucht dazu. Ich weiß es nicht. Also in dem Sinn würde ich sagen, für heute soll es das gewesen sein. Wir haben das hier im Namen des Tests des Baumes. Und ja, wie gesagt, schreibt rein, was ihr habt, ob es bei euch klappt oder nicht. Oder ob ihr gar kein Holz macht. Weil im Winter macht man ja sonst eigentlich nichts. In diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir die Folge mit dem aktuellen Test, der jetzt hier läuft. Sprich, das hier. Oder unsere Kokofische, die halt einfach null, na? Überhaupt nicht funktioniert. Da sieht es wenigstens so aus, als wäre was gesetzt. Aber ob die wachsen, ich weiß es nicht. Gut, in diesem Sinne, macht's gut. Bis dahin, wenn ihr die Folge gemögt habt, dann schmeißt doch ein Like raus und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, bye bye.